Und so sieht das Ergebnis einfach mal aus, denn man könnte denken, wir sind in Minecraft gestorben. Das Ganze ist einfach nur hier hingebaut. Der Beast und ich werden uns heute mal wieder gegenseitig pranken. Er baut Pranks auf seiner Seite, ich baue Pranks auf meiner Seite. Bist du ready, Beats? Ich bin ready wie ein Baddie. Leute, ich habe heute wirklich die krassesten Pranks am Start. Bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran und lasst unbedingt ein Like da und ein Abo da. Und checkt natürlich meinen zweiten Kanal ab. In der Beschreibung ist er verlinkt. Ich habe hier nämlich einen super lustigen Teppich am Start. Und Leute, mit diesem Teppich werde ich den Beats unbedingt reinlegen. Ich werde nämlich einen Teppich in einem Haus verlegen und der Teppich wird natürlich nicht existieren und damit fällt der Beats einfach mal gleich durch diesen Teppich durch. Das ist zumindest der Plan. Ich baue deshalb erstmal ein ganz normales Haus. Also es wird jetzt kein krasses Haus oder sowas. Also so sieht unser Haus jetzt einfach mal von außen aus. Es soll, wie gesagt, von außen jetzt nicht spektakulär aussehen. Es geht echt nur um den Innenbereich, denn hier werden wir jetzt unsere Teppiche aus Fotos entstehen lassen. Ich denke mal, das sollte tief genug sein. So kann der Beats nämlich auch nicht mehr die Lava Sounds hören. Jetzt muss ich hier noch irgendwas verlegen, worauf ich dann die Item-Frames platzieren kann. Dafür eignen sich eigentlich so am besten einfach Strings. Und ich schnapp mir ganz schnell einen Invisible-Item-Frame. Bin so gespannt, ob das funktioniert. Wird? Okay, ich kann hier doch keine Invisible-Item-Frames drauf platzieren. Ich glaube nämlich, ich muss das nämlich mit Schildern machen, denn mit Schildern sollte das eigentlich, soweit ich weiß, funktionieren. Und wenn ihr noch zufällig Ideen habt, Leute, womit ich die Leute noch pranken kann, schreibt die Pranks gerne in die Kommentare. Ich lese mir wie immer alle Sachen durch und das funktioniert tatsächlich, Freunde. Okay, jetzt muss ich hier überall Invisible Item Frames platzieren und dann soll ich eigentlich die Teppiche platzieren können, oder? Und jetzt, oh mein Gott, ihr seht, die Teppiche sehen eigentlich recht realistisch aus. Also da kann man schon drauf reinfallen. Ich hoffe einfach mal, dass der Beats das nicht so krass hinterfragen wird. Ich werde einfach Banner hierhin machen, dass der Beats denkt, oh, die Banner sollen mich wohl verwirren. Hahaha. Aber dabei fliegt er dann einfach hier runter. Oh mein Gott, Leute, wie lustig wird das gleich. Ich mache jetzt hier noch auf Dulli-Basis einfach so Pressure Plates davor, dass der Beats denkt, oh, die Pressure Plates werden es sein. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Wobei hier, das sollte ich auf jeden Fall auch abdecken, dass man da nicht reinschauen kann, weil das könnte dem Beats zum Nachdenken geben, wenn er hier durchschauen kann. Ich mache hier extra noch so einen super auffälligen Gravel-Weg hin. Also ich denke mal, ihr kennt diese Gravel-Falle. Ich denke mal, der Beats wird dann denken, okay, ich mache diese komische Gravel-Falle, aber das ist natürlich nicht der Fall. Okay, ich komme. Muss ich jetzt natürlich die Vordertür oder? Einfach machen, ne? Und let's... Aha. Beats. Aha. Hast du es gecheckt? Das ging so schnell, ich kam gar nicht hinterher. Okay, also ich habe gecheckt, dass der Boden irgendwie durchsichtig war, aber ich weiß nicht, was für Blöcke das sind, wenn ich ehrlich bin. Wir werden den Beats am Ende auflösen. Auf jeden Fall kannst du gespannt sein. So, dann gehen wir jetzt mal auf Beats-Seite rüber. Ich muss ein bisschen was erklären. Du musst dir vorstellen, das hier ist dein Haus, ne? Das ist mein Haus, okay? Welches du seit Jahren aufgebaut hast. Sieht auch so aus. Jetzt hat deine Mutter dich gerufen, du musst zum Essen gehen. Nein. Das heißt, du bist AFK. AFK, du machst gar nichts, ne? Ja, ich mach gar nichts, Leute. Ich hab die Hände weg. So, pack dich einmal an die Angel. Ja. Da muss ich noch eine Taktik finden. Moment. Ja. Oh, hier ist... Jetzt. Je weiter ich nach oben gehe, desto mehr ziehe ich. Okay, jetzt ich gehe mal in die F50, dann seht ihr das mal ein bisschen. Okay, das sieht schon ganz gut aus. So, jetzt warte ich hier. Ja. Und jetzt bist du auf einmal nicht mehr AFK, du kommst zurück. Ich komme zurück, Leute. Also, ich bin wieder da. Denk mir so wo du, was ist jetzt, was ist jetzt passiert? Nein, da ist Beats, da ist Beats. Und jetzt, bau einfach nur das Ding mal kurz ab und du hast gar keine Chance. Das ist cool, das ist wirklich cool gemacht. Zwei Möglichkeiten, also was man noch machen kann, Pat. Ja. Lass mich raten, du meinst die Lava-Variante, die brauchen wir gar nicht mehr ausprobieren. Die habe ich schon einmal in einem Video gemacht, die hat Phil letztes Mal gemacht und jetzt willst du die nochmal machen. Ja. Die Lava vermehrt sich halt dann übertrieben. Es gibt einen Weg, um die Lava zu stoppen, einen einzigen. Und zwar, indem ihr dieses Video liked, Leute, abonniert meinen Kanal. Dann stoppt ihr garantiert die Lava, wenn euch euer Freund prankt. Also das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Und zwar seht ihr, Leute, hier haben wir einfach mal einen Ofen auf einer Karte. Und das müsste auch ganz lustig funktionieren. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das verpacke. Der Beats soll irgendwie was kochen gehen oder sowas, werde ich ihm sagen. Ich muss mir nochmal ganz kurz hier meine Invisible Item Frames schnappen. Die packe ich dann alle hier hin. Und jetzt packe ich einfach mal die Öfen hier dran. Alter, das sieht einfach so aus, als hätten wir wirklich normale Öfen hier am Start. Wie verrückt ist das, bitteschön? Also, wenn man genau hinschaut, bemerkt man vielleicht ein bisschen was. Der Beats wird nicht so genau hinschauen. Und es wäre, glaube ich, schlauer, wenn ich hier Cobblestones hinterpacke, weil ein bisschen guckt diese Ecke hier raus. So, ich habe das Ganze jetzt mal mit Cobblestones ausgetauscht. Das sieht doch schon
schon mal auf den ersten Blick sehr, sehr verrückt aus, Freunde. Das gleiche machen wir natürlich hier auch noch auf dieser Seite. Dann werde ich das irgendwie so verpacken, dass ich sag dem Biest, er muss nach Diamanten suchen. Die sind irgendwo hier und dann soll er sie einfach schmelzen gehen. Wenn er hier versucht, auf den Ofen zu drücken, dann dreht er einfach das Foto um. Das wird, glaube ich, ganz lustig, Leute. Aber der heftigste Prank kommt gleich noch. Deswegen bleibt unbedingt noch dran. Es hat sich nicht viel verändert, aber ich muss dich aufklären. Geh noch nicht rein, bitte. Du musst nämlich Diamanten finden. Die sind hier irgendwo versteckt. Das kannst du finden. Du musst, wie gesagt, nicht ins Haus rein. Oh nein, dass du sofort drauf kommst. Ja, wo sollen sie denn sonst sein? Ja, keine Ahnung. Wieder. Ja, egal. Okay, gut. Du hast die Diamanten gefunden. Die sind nicht... Lol. Die sind nicht im Haus. Ich guck kurz auf dem Haus. Sonst suchst du dich wie verrückt im Haus, aber okay. Auf jeden Fall musst du die jetzt irgendwie schmelzen. Pass aber auf, das sind immer noch diese komischen Blöcke, ne? Also da musst du aufpassen. Genau. Und jetzt schmelzen. Die sind... Ah, das war eigentlich dein Prank. Also das mit den Diamanten war schon klar, dass du die findest. Ach so. Ja, die Ofen sind, glaube ich, ein bisschen dunkler, oder? Kann das sein? Ja, die sehen ein bisschen anders aus, aber man kriegt es halt nicht besser hin, ne? Ja, ja. Aber so viel dazu. Dementsprechend kannst du dir hoffentlich jetzt auch erklären, was das hier in der Mitte ist. Ja, Karten. Beast, wie gefallen dir die Öfen? Sehr gut. Da kann man die schmelzen, Leute, wortwörtlich, ne? Ja. Aber es gibt noch einen Master-Prank heute. Da wirst du, glaube ich, drauf gespannt sein. Ich glaube, ich kenne ihn tatsächlich. Ich gehe dort rein und kann mich nicht mehr befreien danach, ne? Genau, du kommst nicht aber mehr raus. Das habe ich noch nie gezeigt, Leute. Ich kann das kaputt machen, ne? Ja, kaputt das, das würde gehen, machen. Okay. Du kannst jetzt oben auch nicht mehr öffnen. Ja, ja, also jetzt kann man das theoretisch noch öffnen, indem man halt das Ganze hier abbaut, aber sonst... Ja, im Adventure-Modus aber gar nicht. Das ist ja gar keine Chance. Da bist du mir mal gefallen. Guck mal, ich bin jetzt sogar im Adventure-Modus und es funktioniert nicht. Im Survival-Modus kann ich das hier nicht aufmachen, aber ich kann den Block theoretisch abbauen. Genau, aber das ist die einzige Möglichkeit. Trotzdem super lustig, um Freunde zu pranken. Du hast keinen dritten Prank, brauchst du nicht, aber du wirst gleich staunen, was ich dir gebaut habe. Also Leute, ich habe hier sehr weit hinten etwas vorbereitet. Das habe ich nicht selbst gebaut. Spectator heißt der Kanal, glaube ich. Da habe ich das nämlich gesehen. Wir haben einfach mal einen Todesbildschirm hier in Minecraft gebaut. Ich muss die Render-Distance halt ein bisschen höher stellen. Wenn ich mich richtig positioniere, könnte man wirklich denken, ich bin einfach gerade gestorben in Minecraft. Aber die Realität ist natürlich eine ganz andere. Denn wenn ich jetzt hier in den Creative-Modus wechsle, seht ihr, das ist nur ein ganz normaler Bildschirm, der gebaut wurde. Was jetzt hier ein bisschen doof ist, ist, dass hier so schwarze Punkte sind. Die entstehen irgendwie durch einen Schatten. Aber die werde ich nochmal kurz austauschen, indem ich da einfach unsichtbare Lichtblöcke hinpacke. Wenn ich jetzt hier Fackeln hinpacken würde, dann würde das halt ein bisschen komisch aussehen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, warum hier irgendwelche Schatten entstehen, weil hier drüber ist halt rein gar nichts. Aber trotzdem entstehen hier irgendwie Schatten, warum auch immer. Und diese Schatten machen logischerweise das Gesamtergebnis kaputt. Und so sieht das Ergebnis einfach mal aus, Leute. Man könnte denken, wir sind in Minecraft gestorben, aber wie gesagt, wenn ich jetzt in den Creative-Modus wechsle, seht ihr, das Ganze ist einfach nur hier hingebaut. Ich schreibe mir jetzt einfach mal genau die Koordinaten auf, die hier oben drauf stehen. Und wenn ich mich hier hin tippe, dann sollte das eigentlich klappen. Ich sag dem Beats, er soll noch ein bisschen das FOV umstellen. Auf 83 muss das nämlich eingestellt sein. Wir gucken einfach mal, was passiert. Let's go. Also, du musst erstmal eine Sache machen. Du gehst in deine Optionen rein und du stellst dein FOV auf 83. Dann machst du noch deine Render-Distance so hoch, wie du kannst. Aber du musst dich gerade hinstellen. Also, du guckst nach unten. Am besten gehst du in den Spectator-Modus. Okay, let's go. Nach oben. Lol. Krank, oder? Das sieht ja cool aus, ja. Du das haben wir mit ganz vielen kleinen Blöcken gemacht, das oder? Das wird einfach gebaut. Krass. Krank, oder? Wie heftig das ist. Das sieht cool aus, auf jeden Fall. Wenn man genau hinguckt, natürlich, dass also den Unterschied, klar, ja, klar, aber sonst. Klar, also, es ist halt sehr cool gemacht. Ihr könnt übrigens jetzt hier zu meinem Roblox-Kanal gehen und ihr könnt über meinen Kopf einfach meinen Kanal kostenlos abonnieren.